Potznissen. Inzwischen ist High Noon, 12 Uhr mittags auf der Bühne des Potstock 2017 in Sorschied. Hat auch schon die Lara und ein paar Gäste Platz genommen. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis. Alles das, was outdoor geplant war in unserem Plan, findet jetzt indoor statt. Und zwar, wie wir es nennen, im Säulenraum. Das ist der Raum, wo gegessen wird. Also alle kleineren fliegenden Workshops dann im Säulenraum. Und der Tim, der hier gerade neben mir sitzt, der hat sein Siebdruckstudio auch schon aufgebaut. Genau hier neben uns, es gibt eine weiße Tür und ab 16 Uhr geht es dann da richtig zur Sache. Also wer Siebdrucken möchte. Und sich angemeldet hat. Und sich angemeldet hat. Aber wenn nur über die Schulter gucken will, ja, da darf man vielleicht zugucken gerne. Zugucken gerne, aber Hand anlegen nur, wer sich angemeldet hat. Okay, jetzt aber erst einmal Lara mit einem Angebot zu Gast in der Schweiz. Lara ist ja die Auslandsschweizerin, wie sie sich selber nennt. Und sie hat ihr Angebot beschrieben, die jährliche Schweizer Vertretung in Sorschied lädt zu Schoggi und Rivella ein. Und wenn man sich gut anstellt, bekommt man möglicherweise hinterher noch ein Zertifikat fürs mit nach Hause nehmen. Bitte schön, Lara. Ja, herzlich willkommen bei meiner Sendung. Unsere Sendung hier auf dem Potstock 2017. Wie schon erwähnt, ich bin die Auslandschweizerin. Ich mache den Personal Podcast, das Leben als Auslandschweizerin, der Käsekeller mit dem Daniel und die Schreibweisen unter anderem mit der Judith und mit der Daniela. Ihr seid hier bei der Show zu Gast in der Schweiz. Eigentlich grundsätzlich geht es so, ihr seid alle eingeladen, hierher zu kommen. Ich habe hier Schokolade, Schweizer Kekse, Rivella, falls es irgendjemand noch nie probiert hat. Das ist das Schweizer Nationalgetränk quasi. Es ist eigentlich ganz simpel, ich stelle euch vor, ich frage euch so ein bisschen, was wisst ihr über die Schweiz? Das ist nämlich immer sehr interessant zu wissen, was manche Leute denken, was zur Schweiz gehört. Und dann kriegt ihr drei Fragen. Und es ist so, es gibt eine sehr einfache Frage, die gibt einen Punkt. Es gibt eine mittelschwere Frage, die gibt drei Punkte. Und dann gibt es die ganz schwere Frage, die gibt sechs Punkte. Und die zwei Leute, die am meisten Punkte machen, die müssen dann am Ende nochmal auf die Bühne. Die kommen in ein Finale. Und der dieses Finale gewinnt, kann das Zertifikat, das Ehrenauslandschweizer, das sieht man hier vorne auf der Bühne, gewinnen. Das ist so ziemlich simpel der Plan. Ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Gast rechts von mir an, mit der Judith. Ja, Judith, was machst du? Wer bist du? Was machst du? Und was weißt du über die Schweiz? Ich podcaste mit dir. Also zumindest manchmal. Genau. Das ist jetzt gerade echt cool. Wir sitzen zum ersten Mal zusammen tatsächlich zum Podcasten. Ja, wir haben uns vorher noch nie gesehen, aber schon 4 Folgen Podcast aufgenommen. Ja, genau. Insgesamt 4, wovon 2 veröffentlicht sind. Genau. Genau, und nachdem du mich so nett gefragt hast, ob ich da mitmachen würde, sitze ich jetzt hier und... Und wie gesagt, bedient euch. Also macht die Schokolade auf, esst die Kekse, es ist dafür da. Okay. Dann? Dann? Ja. Also du machst... Einen Schluck Rivella würde ich gleich mal nehmen, glaube ich. Ja. Lest du lieber das Blaue, das Rote. Das Blaue ist das Zuckerfreie und das Rote ist das Normale mit Zucker. Welches empfiehlst du denn? Welches empfehle ich, Tim? Blau. Also ich mag Blau. Okay, dann. Ich habe das schon so lange nicht mehr gehabt, ganz ehrlich. Also wenn ich hier schon 2 echte Schweizer sitzen habe, dann... Müsst ihr mir doch auch sagen, welches das gute Zeug ist, oder? Das eine ist einfach das Light und das andere ist das mit Zucker. Okay, genau. Es steht auch so drauf. Also nicht, dass eins davon die Touristenvariante ist und ich hier jetzt gleich voll abkacke vor der ersten Frage. Möchtest du auch Rivella haben? Ja. Rot oder blau? Rot. Genau, und was ich sonst so mache, wir machen den Schreibweisen-Podcast zusammen mit der Daniela und ansonsten kennt man mich von Puerto Partida aus der Kandidatinnen- und Bürgerinnenbetreuung und als Judith Museo Directoro aus der Krimi-Folge zum Beispiel. Genau. Und was weißt du über die Schweiz? Was ist deine Beziehung so zur Schweiz? Was ist so dein Allgemeinwissen über die Schweiz? Meine Beziehung zur Schweiz, ich hatte tatsächlich mal eine Beziehung zu einem Schweizer und war deswegen relativ viel für eine Zeit lang in der
Schweiz unterwegs und habe da schon einiges gesehen, aber ob ich mir das jetzt so richtig gemerkt habe, das werden wir ja jetzt dann nachher feststellen. Okay. Ja, was für eine Art Frage möchtest du? Hast du irgendwie so ein gewisses Themengebiet, das du unbedingt beantworten möchtest? Oder? Ich weiß ja jetzt nicht, was für Themen du vorrätig hast. Vielleicht fängst du einfach mal mit irgendwas an. Also es müssen keine Berge sein. Ich halte Berge für eine Sache, die ganz gut sind zur Dekoration, aber ansonsten, ja. Ja, ich habe zum Beispiel zum Frauenwahlrecht habe ich eine Karte. Ich habe eine, was eher so kulturell was angeht, so ein bisschen Literatur und Fernsehen oder etwas zum Dialekt oder auch gemischte Karten. Such einfach irgendwas aus. Leg los. Ich lasse mich überraschen. Okay, ich muss mal gucken, dass ich eine dann für Tim übrig habe, die genug schwer ist. Sonst ist es dann so ein bisschen unfair. Was habe ich mir nur angetan? Ach, du machst das doch mit links. Mal schauen. Ja, okay. Okay, dann... Ja, ich nehme jetzt mal die, da weiß ich, da kannst du die erste Frage schon mal beantworten. Okay. Ich bin mal nett. Nenne alle Fragen. Genau, nenne alle Landessprachen der Schweiz. Okay, wir haben Deutsch, wir haben Französisch, wir haben Italienisch, wir haben Rätoromanisch. Zählt Schweizerdeutsch zu Deutsch? Okay, gut. Was ist denn? Okay, ja? Gut, da hast du schon mal einen Punkt. Gratulation. Juhu. Jetzt die zweite Frage. Nenne mindestens 4 Kantone. Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt, Basel-Land. und was haben wir noch? St. Gallen ist eine Stadt, aber kein Kanton. Obwalden. Du kennst dich ja ziemlich gut aus. Ja. Okay, warum Obwalden und Appenzell Innerrhoden? Ich habe keine Ahnung, es ist mir gerade so eingefallen. Schwyz wäre noch ein Kanton, Uri auch. Ich habe keine Ahnung. Ich merke gerade, die Frage war zu leicht. Ich hätte sie lieber mit einem Punkt vergeben sollen. Okay. Was? Für so viele Kantone kriege ich nur einen Punkt? Das kriegst 3. Gut. Okay, dann... kriegst du die letzte und die dritte Frage? Und zwar vervollständige diese beiden Sätze. Das ist, quasi sind 2 Sätze aus der Nationalhymne. Ziehst im her, suche ich dich im Morgenrot, Strahlenmeer. Nein. Beides falsch. Dann ist es das Abendrot. Nee. Was? Nebenflor und Wolkenmeer. Ach, verdammt, falsche Zeile. Okay, knapp genau. Daneben ist auch vorbei. Aber immerhin. Okay, ja. Damit hast Gut. du 4 Punkte. 4 Punkte. Und ich meine, damit führst du. Ist ja auch so schwer. Ja, und damit bist du eigentlich auch schon erlöst. Du darfst gerne sitzen bleiben, du darfst gerne auch weiter essen, solange dein Stuhl nicht genutzt wird, nicht gebraucht wird und du okay. nicht weg musst. Dann, nö. Also wenn das jetzt genauso zügig geht, dann ja. Hau rein, würde ich sagen. Ja, wer bist du und was verbindest du mit der Schweiz? Also ich bin Leandra. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich nichts, was ich mit der Schweiz verbinde. Aber ich kenne jemanden aus der Schweiz und deswegen. Okay, wer kennst du denn aus der Schweiz? Einen Jungen aus meiner Klasse. Ah, okay. Auch jemand, der hier wohnt in Deutschland quasi. Mhm. Also eine andere Auslandschweizer. Das ist immer sehr schön zu hören. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland das zweithäufigste Land ist, wo die Schweizer auswandern. Das erste ist, weiß nicht, kennt das jemand? Kommt jemand spontan drauf? Österreich? Frankreich? Frankreich. Oh Mann. Tatsächlich Frankreich. Ja, jetzt muss ich gucken, was für eine Frage ich dir stellen kann, damit es nicht zu schwer ist. Ich brauche was ganz Einfaches. Ja. Ja, also ganz einfach ist eben relativ schwer. Moment, ich hatte vorhin gerade... Wofür ist die Schweiz in Deutschland bekannt? Ja, also jetzt muss ich, ja. Mhm. Muss ich irgendwas sonst erfinden, genau. Mal gucken, Moment.
Ja, ja, ich überlege gerade, weil es erscheint. Die Währung. Oh ja, stimmt, ja, danke. Schön. Okay. Was ist die Währung der Schweiz? Oh Gott. Vielleicht darf sie auch ein Publikumsjoker? Ja, natürlich. Ja. Möchte ihr jemand helfen? Ja? Kannst okay. Ja. Franken. Genau, super. Das ist schon mal ein Punkt. Wow. Okay, nächste Frage. Gleich hast du mich. Das muss eine mittelschwere Frage sein. Kannst du mir eine Stadt, die im französischen Teil der Schweiz liegt, nennen? Ich war einmal in Frankreich und zwar in Paris, aber das stimmt nicht, weil... Das ist Frankreich? Ja. Ansonsten gar nichts? Nein. Okay. Du kannst ja drei zur Auswahl geben. Okay, oder ja, ich gebe... Ja, genau. Ich habe zum Beispiel Bern. Also du musst dann sagen, welches du denkst, ist in dem französischen Teil. Bern, Genf und Lausanne. Ah. Also Bern. Hm, nee, ich weiß. Bern ist nicht im französischen Teil, nein. Okay, dann noch eine dritte Frage, die schwerste Frage. Was ist das Flaggentier vom Kanton Bern? Und bevor du was sagst, überleg mal, an was Bern dich erinnert, vom Klang her. Ja, ein Bär. Sehr gut, damit hast du sieben Punkte. Siehst du? Hab ich ja gesagt, du hängst mich voll ab. Ja. Ja, damit wären wir schon beim Schweizer, zweiten Schweizer bei unserem Podstock Festival. Ich bin der Inlandschweizer. Du bist der Inlandschweizer, genau. Ja, möchten Sie sich einmal vorstellen und erzählt bitte was mehr über die Schweiz, das wäre nämlich schön. Ich bin der Tim, ich wohne in Basel in der Schweiz, das ist im Norden. Und was soll ich über die Schweiz erzählen? Ich bin in der Schweiz geboren, meine Mutter ist aus Bern, mein Vater ist aber aus Hamburg und habe damit auch irgendwie so eine Beziehung zu Deutschland. Okay. Und ist es für dich, Basel liegt ja an der Grenze zu Deutschland, ist es für dich was Spezielleres, dass du so näher an Deutschland aufgewachsen bist, als jemand, der mehr innerorts der Schweiz aufgewachsen ist? Also es liegt ja auch noch an der Grenze zu Frankreich, gleich am Dreiländereck. Mhm. Hier kreisen mich wieder Hornissen an oder so. Ich finde es schon speziell, dass man an einem Punkt stehen kann, an dem drei Länder gleich zusammentreffen und dann gibt es auch so ein Monument und da weiß man, okay, hier kommen gleich drei Länder zusammen und man merkt das auch so im Kontakt. Also wir haben halt viele Leute, die Grenzgänger sind und das belebt die Kultur. Also wenn man zum Beispiel nach Zürich geht, hat man auch Expats, aber nicht so aus der Grenzregion und ich finde das immer sehr spannend, wie das auch die Kultur bereichert im Grenzbereich. Hast du das Gefühl, dass es dann in Basel offener ist als in anderen Teilen der Schweiz? Ich würde sagen, dass wir in Basel wahrscheinlich ein bisschen offener sprachlich sind, dass wir schneller switchen zu einer Fremdsprache, wenn wir merken, okay, die andere Person spricht das nicht so gut. Habe ich von anderen Kantonen anderes gehört, dass die dann gezwungen sind, nee, also dann musst du halt verstehen lernen. Okay. Okay. Ja, jetzt muss ich gucken, welche brutal schwierige Frage ich dir aufdrücken soll. Achtung. Das ist diesmal nur eine Wespe. Ah ja, dann. Okay. Nicht die Pottnisse von gestern Abend. Das ist alles, ich finde, alles ist viel zu leicht für den Tim, tut mir leid. Ja, du brauchst mir nur eine Geschichtsfrage zu stellen, weil da scheitere ich kläglich. Okay, ja, da hatte ich eine, zumindest die letzte wäre dann ziemlich, ja, Moment, wo war ich das? Nehmen wir die. Aber die erste natürlich extrem einfach ist so. Was ist die Hauptstadt der Schweiz? Das ist Bern. Ja, sehr schön. Das wüsste selbst ich also. Ja, ich weiß, das ist die brutal leichte Frage gewesen auf dieser Karte. Wobei ich dachte, dass das irgendwie so eindeutig nicht wäre, oder? Ist es das? Also da gibt es doch immer wieder Diskussionen drum, dass das irgendwie... Die Zürcher möchten es gerne sein, Die Zürcher möchten noch viel.
Genau, genau. Vielleicht so ein bisschen das Verständnis dafür. Ich komme aus dem Kanton Bern und Zürich und Bern sind so ein bisschen im Clinch. Die mögen sich gegenseitig nicht. Das ist wie Köln und Düsseldorf. Aus eigentlich ziemlich ähnlichen Gründen heraus, weil Bern ist Landeshauptstadt und Zürich ist aber größer und Köln mag ja Düsseldorf nicht, gut, seit wegen Karneval, aber auch Düsseldorf ist Landeshauptstadt für das Land Nordrhein-Westfalen, obwohl Köln eigentlich größer ist. Und dementsprechend ist das Verhältnis zwischen Bern und Zürich ziemlich zerrüttet, also auch dialektmäßig, ne? Also es ist... Ich finde lustig, dass du das so sagst, weil ich hätte jetzt gesagt, da besteht ein Clinch zwischen Basel und Zürich. weil die Basler finden, die Zürcher seien hochnäsig und versnobbt und die Zürcher finden, Basel ist ein Kaff und der darf sich gar nicht als Stadt bezeichnen. Ja gut, also ich meine, die Berner denken dasselbe von den Zürchern, also dass sie denken, dass die Zürcher hochnäsig sind auch. Es gibt ja auch so dieses Vorurteil, dass die Zürcher den berndeutschen Dialekt nicht verstehen, aber die Berner verstehen den zürichdeutschen Dialekt. Dementsprechend, das ist schon so ein bisschen dieser Neid auf die Landeshauptstadt und auch so diese Dialektkram, der sich da auftut. Und allgemein, ich habe das Gefühl, Zürich kommt immer sehr schlecht weg. Also ich meine, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Dafür haben sie einen See. Ja, und eine Autobahn mitten in der Stadt. Wer macht denn sowas? Ist das so verstörend? Ja, absolut. Ich fand das grauenhaft hässlich. Also. Tatsächlich ist mir das noch nie so aufgefallen. Aber gut, ja. Zu deiner zweiten Frage. Beim Wiener Kongress 1817 wurde eine Republik gegründet. Welche war das? Also eine Republik innerhalb der Schweiz. Da muss ich passen, das weiß ich nicht. Gut, das ist einfach eher nicht was. Das war die Walliser Republik. Okay. Und das Rede, das könntest du wissen. Was ist das Spezielle am Schweizer Bürgerrecht, das sich auch in den Ausweispapieren niederschlägt, was andere Länder so nicht haben? Musst du ein bisschen um eine Ecke denken, dann kommst du drauf. Dass sich auch im Pass oder so widerspiegelt? Ja, im Pass, in dem Perso nennt man es hier in Deutschland, in der Schweiz ID. Genau. Dass man einen Bürgerort hat? Genau. Damit hast du 7 Punkte. Sehr schön. Das wusste ich nicht, dass es dass der Bürgerort was Spezielles ist. Der ist tatsächlich, das müsst ihr vielleicht mal für alle, die es nicht wissen. In der Schweiz ist es so, es wird nicht der Geburtsort im Ausweis niedergelegt, sondern der Heimatort, wo auch die Papiere hinterlegt sind, soweit ich das weiß. Und also wie so früher bei Josef und Maria, die auch zurück zu ihrem Heimatort mussten, um das Jesuskind, ja, um sich da anzumelden, gibt es in der Schweiz halt, ist der Geburtsort quasi... hat nicht so wichtig und der Heimatort ist wichtiger. Steht ja gar nicht drin? Da steht gar nicht drin. Weil auf dem Perso steht ja der Geburtsort drauf, aber dann hinten immer auch der Ort, in dem du gerade wohnst. Ja, also das ist auch noch so eine Spezialität. Die Schweiz hat auch keine Adressen auf ihren Ausweispapieren. Okay. Und keinen Geburtsort. Das, was so als Auslandschweizerin nicht immer so ganz angenehm ist, weil man dann öfter so dasteht und erklären muss, ja, Geburtsort ist was, dann erkläre ich ihnen immer, wo ist mein Geburtsort. Und sie schreiben es immer schön, die deutschen Behörden schreiben es immer schön auf und ich denke mir immer so, ja, was wollen die damit? Wenn irgendwas ist, die finden da nichts, also außer die Geburtsurkunde, glaube ich. Aber ansonsten ist da nichts mehr. Und es hat aber auch schon dazu geführt, dass gewisse Leute auch schon gesagt haben, zum Beispiel bei der Post konnte ich mich mal, gibt es diesen Post-IT-Verfahren, konnte ich mich nicht anmelden, weil auf meinem Ausweis hat partout kein Geburtsort steht. Und sie dann gesagt haben, ja, wenn da kein Geburtsort steht, dann kann ich sie nicht anmelden, weil das steht da, ich muss das eintragen. So, also es ist, die Schweiz ist da relativ speziell, ja. In den Arbeitszeugnissen wird das mit der Heimatort auch immer genannt. Ja, tatsächlich? Müsste ich mal gucken, ich habe nur eins aus der Schweiz. Also, das Peter ist Meyer, geboren dann und dann in Wollishofen. Ja, stimmt, so. In meinem Ausbildungszeugnis war, wenn man aus dem Ausland kam, oder wenn man nicht Schweizer war, dann wurde der Geburtsort eingetragen oder die Nationalität. Und bei uns, die also Schweizer waren, die wurde der Heimatort eingetragen, okay. Stimmt. Genau. Es ist schon relativ speziell und eigentlich, ich weiß auch nicht, warum das so weit gekommen ist. Es ist irgendwie... Ich habe keine Ahnung, es hat irgendwas mit dem Stimmrecht, glaube ich, zu tun.
Ja, dass die vielleicht dafür zuständig sind, dass man... Ja, und ich glaube auch sozialversicherungstechnisch, dass wenn man Sozialversicherungen dann beziehen muss aus irgendwelchen Gründen, dann zahlt, soweit ich weiß, zahlt der Heimatort. Das hat mit dem Sozialgesetz zu tun. Okay, spannend. Gut, dann sind die drei hier durch und es dürfen die Nächsten aufrücken. Freiwillige, sehr schön. Es sei denn, man kommt aus der Schweiz. Hallo. Hallo. Ich komme mal durchgerutscht hier. Oh, schön vorgewärmt. Sonst heiße Ohren verpassen, ne? Ja, genau. Mein Kopf ist zu klein. Die Dinger rutschen. Egal. Ja, da fange ich mal von rechts an. Wer bist du? Was machst du so podcastmäßig, so Podstock-mäßig und was weißt du über die Schweiz? Ich bin die Kati. Ich mache den Schläfst du schon Podcast und bei der Geschichtenkapsel ganz viel und bin Bürgerin bei Puerto Partida. Das war's, glaube ich. Ja. Ich bin ganz beruhigt. Ja. Ach, und ich mache den ersten FCPP. Oh Gott, wenn Becky das hört, die schlägt mich. den ersten Fancast in Deutschland für Puerto Partida. Und ich bin ganz oft Gast im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Und ich weiß, dass die Schweiz ein Nachbarland von Deutschland ist. Und viele Berge hat. Und ansonsten verbindest du was mit der Schweiz? In gewisse Eigenschaften oder... Ich weiß, dass da nicht die Kuckucksuhren herkommen. Gratulation! Dankeschön. Was verbinde ich mit der Schweiz? Tatsächlich nicht so viel. Ich habe da mit einer Freundin ihren 18. Geburtstag gefeiert. Das war sehr schön. Und ich weiß, dass wir da einmal auf einen Gletscher gestiegen sind, als wir da Urlaub gemacht haben. Und es gibt einen sehr witzigen Schnappschuss von einem Kind, das damit im Urlaub war und das dann trotz ausdrücklichen Verbotes am Eis geleckt hat vom Gletscher. Ein Beweisfoto. Wir haben es hinterher erst gemerkt. Wir waren schon wieder zurückgefahren, hatten die Fotos entwickelt, dann damals noch so Filmfotos. Und währenddessen hat es niemand bemerkt, dass er am Eis geleckt hat. Aber auf dem Foto hat er wirklich die Zunge am Eis. Das ist total super. Ja, überführt. Genau, ansonsten habe ich mit der Schweiz, dass alles sehr viel Geld kostet dort, habe ich so im Kopf. Ja. Ja. Okay, dann was für eine Art Frage möchtest du gerne haben? Ich habe eine wieder gemischte, eine mehr auf geschichtlich, eine, die sich über das Frauenwahlrecht, eine über kulturelle oder eine eher sprachlich ausgerichtete Frage. Frankarte. Ich versuch's mal mit Sprache. Okay. Ja. Was hat das Schweizerdeutsch unter anderem mit dem Schwäbischen gemeinsam? Das Schweizerdeutsch mit dem Schwäbischen? Oh Gott, ich habe euch vorhin Schweizerisch reden hören. Was klang da ähnlich? Es ist vielleicht nicht unbedingt der Klang, sondern eher die Kategorisierung. Na, du musst sprachlich denken, musst linguistisch denken. Oh Gott, linguistisch. Kann ich noch die Fragekategorie wechseln? es ist viel einfacher, als du denkst. Es ist einfach nur sehr kompliziert formuliert, damit es nicht so einfach wird. Ich verstehe. Also es gibt, glaube ich, ein paar ähnliche Lautverschiebungen. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ja. Und ja, viele, wenn du meines gleich verstörst, das ist richtig. Viele sagen auch, dass die Schwaben weniger gut zu verstehen sind als die Schweizer. Ich weiß, dass man den Schwaben nachsagt, dass sie kein Hochdeutsch können, aber das kann man den Schweizern, glaube ich, nicht nachsagen. Es ist wirklich, du denkst schon viel zu weit. Es ist nur die Kategorisierung. Also zu welchem Dialekt? Also zum süddeutschen Dialektraum? Keine Ahnung. Fast, nein, das kann es ja nicht sein. Fast. Es ist dein... Ein Alpen? Nein, warte. Warte, was ist da unten? Haben wir Alpen? Gott, ich komme aus Bayern. Also ich komme nicht von daher, aber ich wohne seit 10 Jahren in Schwaben. Ich habe keine Ahnung. Es wäre ein alemannischer Dialekt. Ein alemannischer Dialekt? Oh Gott. Wie naheliegend. Ich meine, das ist eine sehr naheliegende Sache. Ja, ein Alemann. Okay, die zweite Frage.
Das schweizerische Hochdeutsch verfügt über ein Zeichen weniger, was das deutsche Hochdeutsch hat. Welches Zeichen ist das? Das SZ? Ja, sehr schön. Yeah. Damit hast du schon mal 3 Punkte. Okay, jetzt habe ich etwas, das ist ein Sprichwort. Mhm. Und ich möchte, dass du es einmal übersetzt und mir einmal die Bedeutung erklärst. Okay. Und zwar ist es wortwörtlich, du kannst nicht das Fifi und Zweckliha. Was bedeutet das und was meint es? Kann ich das nochmal hören? Du kannst nicht das Fifi und Zweckliha. Okay. Magst du mir pantomimisch erklären, worum es dabei geht? Also das Fifi hätte ich jetzt irgendwie so von Pfiffigkeit im Deutschen abgeleitet. Ist das irgendwas mit... Nein? Okay. Okay. Geld? Okay, du hast nicht das Kleingeld? Soll ich es nochmal wiederholen? Ja. Yeah. Du kannst nicht ein Fifi und Zweckli haben. Mhm. Ja. Na toll. Ja, super. Okay. Hat das was mit 50 zu tun? Ich muss noch kleiner denken. Das ist ein sehr, sehr, sehr altes Sprichwort. Ganz klein. Gott, ich kenne doch die Währung in der Schweiz nicht. Hast du vorher nicht zugehört? Nee, Entschuldigung, ich hab versucht, Küchendienst zu machen, aber ich habe niemanden gefunden, der mir Anweisungen gegeben hat. Also ich weiß, dass die große Einheit Franken sind, aber ich weiß nicht, wie die kleine heißt. Ja. Ja, das ist eigentlich auch nicht so wichtig für das Spiel. Okay. Es ist eher so, weil es ist Geld, aber es wird nicht mit der Währung genannt, sondern einfach nur mit, was das Geldstück ist. Und dann ist ja noch ein anderer Teil des Satzes. Es ist ja, du kannst nicht als Fifi... Den wollte ich jetzt unter den Tisch fallen lassen. Du kannst als Fifi US weg, Liha. Und du musst mir auch noch die Bedeutung dahinter erklären, weil deswegen ist es ja auch die schwerste Frage. Warte mal, Weckli. Ist das was zu essen? Okay, klingt wie Wecken, was im Schwäbischen sowas wie Brötchen sind, Laugenweckle und sowas, ne? Das sind bei uns die Brötchen. Okay. Du näherst dich dem Ziel, ja? Du hast weder Geld noch was zu essen? Armer Mensch. Nee, okay. Fast, du musst ein bisschen mehr im übertragenen Sinne denken. Okay, wahrscheinlich bin ich vom schwäbischen Dialekt versaut und verstehe alles falsch. Sag's nochmal langsam, bitte. Ja. Du kannst nicht Zwifi und Zweckli haben. Du kannst nicht beides haben? Genau. Okay, du kannst nicht das Geld und das ja, Essen haben? Ja, danke schön, super. Okay, cool, alles klar. Das waren, du hattest die 2 und dann hast du insgesamt 9 Punkte. Oho. Und bist damit führend. Gott, da muss ich ins Finale, oder? Wenn das überholt mich mal bitte. Ja, wenn die zwei jetzt nicht gerade 2x10 abschießen, nee, musst du noch mal ins Finale. Okay. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten Gast. Wer bist du? Was bist du denn für einer? Genau. Was machst du und was verbindest du mit der Schweiz? Grüezi Gott, ich bin der Butler, aka Mirko. Ich mache unter anderem den Angegraben-Podcast und das Geheime Kabinett. Mache ein bisschen bei der Geschichtenkapsel mit. Und bei vielen anderen Dingen auch. Und ich war tatsächlich auch schon mal in der Schweiz und habe sogar schon mal einen mittelalten Gouda in die Schweiz geschmuggelt. Oh. Der mittelalte Gouda war 30 und hatte keinen Pass dabei. Ja, es war ein bisschen unschön, weil er zurück zu es erst festgestellt hat, erstmal nicht kontrolliert worden und dann beim Rausgehen dann festgestellt hat, kein Pass dabei, das ist ein bisschen ungünstig. War etwas größer. Dann bin auch die Schweizer Behörden mal aneinander geraten. Okay, aber die Geschichte ist gut ausgegangen. Die Geschichte ist gut ausgegangen, ja. Wir haben ihn wieder mitnehmen dürfen. Ja. Alles klar. Gut, ja. Das ist auch mal eine Geschichte, ne? Also ich habe lange Zeit in Freiburg gewohnt und da ist es ja wirklich ganz schnell mal in die Schweiz zu fahren. Da ist man öfters mal in Basel gewesen.
aber eben wirklich tiefere, eingehende Kenntnisse über die Schweiz sind mir bislang noch verborgen geblieben. Die hoffe ich natürlich heute dann erfahren zu dürfen. Ja, ich hoffe es doch. Wenn du gut zugehört hast, hast du immerhin schon einiges erfahren können. Ja. Genau, dass man nicht Sifli und Zweckli gleichzeitig haben kann. Genau. Ja, gut. Was möchtest du gerne für eine Art Frage? Ich habe hier wieder was gab's noch? Was Gemischtes, eher was Geschichtliches, etwas über das Frauenwahlrecht und etwas, was kulturell populär, also so ein bisschen Literatur, ein bisschen ja, Berühmtheiten aus der Schweiz. Okay, okay. Ich glaube, ich nehme das Gemischte. Das Gemischte, okay. Genau. Das erste ist ganz simpel. Übrigens, ihr dürft euch auch hier gerne bedienen, habe ich das schon erwähnt, ne? Also das ist offen. Ja, du kannst nur gucken, du darfst auch gerne aufmachen. Also es ist nur weil es zu ist, ist es nicht so, dass es so zu bleiben muss, die Schokolade, ne? Weiße Schokolade, oh ja. Doping? Freiburg die Mikros, ein bisschen Doping, das ja. War immer sehr schön. Wie wieder ausgesprochen? Mikro oder Mikro? Mikro, genau. Wir sagten in Freiburg immer Mikros. Wir gehen in den Mikros, kaufen ein paar Nudeln und Schokolade. Ja, mehr kann man sich da dann auch nicht leisten. Nee, ne? Der Rest ist einfach... Fand ich auch eine komische Idee. Also sie haben mitten plötzlich in Freiburg plötzlich ein Mikro aufgemacht und ich glaube, der ist relativ schnell wieder eingegangen, weil die Preise einfach so horrend waren, dass ich da keiner was kaufte. Genau, ich war da auch einmal drin. Okay, wie heißt das schweizerische Nationalgericht, das mit F beginnt? Oh, mit F? Quatsch. Fondue, natürlich. Genau, ja. Sehr simpel. Ja, ich habe noch Schokolade in der Hand und hätte es ja eigentlich denken können. Fokolade. Also eher das, wie man im Deutschen sagt, Käsefondue, ist übrigens auch sehr witzig. In der Schweiz sagt man, wenn man Fondue sagt, meint man immer das mit Käse. Die Unterscheidung machen nur die Deutschen. Also diese Käse. Ja, wir haben ja noch das Fleischfondue mit Brühe. Ja, das ist Chinoise. Das ist Fondue Chinoise bei uns oder Buino. Okay. Und Schokoladenfondue? Und das Schokoladenfondue. Ja, also wir Fondue ist immer mit Käse. Ja, damit hast du schon mal einen Punkt. Gut. Was ist der Röstigraben? Der Röstigraben? Ja. Also Rösti sind ja diese Kartoffelpuffer, wie wir bei uns sagen. Aber der Röstigraben, ist das eine geografische Landmarke? Nein. Also wo man es Rösti nennt und auf der anderen Seite nennt man es dann... Kartoffelpuffer. Nee, das heißt Weißwurst-Äquator. Ja, das dachte ich so in der Richtung dachte ich das auch, ja. Weißwurst-Äquator. Ja, gut, es hat tatsächlich steht es zwar schon für was Geografisches, aber es ist dann etwas für im übertragenen Sinn. Es hat dann nichts mehr mit Essen zu tun. Okay, der Rösti. Achso, ist vielleicht die Sprachgrenze damit gemeint zwischen Französisch und. Genau, sehr schön. 4 Punkte. Ich hoffe, die nächste Frage lautet nicht, wo die verläuft. Irgendwo durch die Schweiz. Nee, tatsächlich nicht, sondern die letzte, dritte Frage ist, dem Schweizer Daniel Peter wird eine Erfindung zugeschrieben. Was war das? Schweizer Daniel, das haben die Schweizer erfunden. Taschenuhr war es nicht, die ist in Nürnberg erfunden worden. Dem Daniel Peter. Gute Frage. Daniel Peter, klingt jetzt auch nicht so altbacken, dass er irgendwie den Käse erfunden haben könnte, sondern das müsste irgendwas Neueres gewesen sein. Vielleicht tatsächlich die Armbanduhr? Soll ich was sagen? Es liegt auf dem Tisch. Es liegt auf dem Tisch. Die Schokolade? Die Milchschokolade, genau. Tatsächlich, ach. Ja. Genau. Aber das ist ja geholfen, das zählt nicht. Also das ist dann... Ja, gut. Lebt der noch und kann man ihn heiraten? Was? Lebt der noch und kann man ihn heiraten? Will das der Steffen wissen? Wenn ich die Schokolade mit in die Ehe mitbringe, ist das okay für Steffen? Nee, das tatsächlich, das ist eine lustige Geschichte. Eigentlich wird die Erfindung der Milchschokolade traditionell wirklich Daniel Peter zugeschrieben, aber ehrlich gesagt hat das, soweit ich das gelesen habe, ein Belgier zuerst patentieren lassen, ist dann aber irgendwie so in die Mythen reingegangen, dass das die Schweizer erfunden hätten. Ich gebe dir trotzdem 10 Punkte, weil ich habe hier auch geholfen, also dementsprechend volle Punktzahl. Ich hab's befürchtet, jetzt muss ich doch ins Finale. Verdammt, jetzt einfach falsch beantwortet. Verdammt. Okay, jetzt bist du dran. Grüßt euch, ich bin der Stefan oder Loki. Mhm. Ich bin der Hörer. Du bist der Hörer. Der genau, einer der Hörer. Ja. Was verbindest du mit der Schweiz? War mal in Urlaub gewesen, Skifahren, Wandern und auch viele Kollegen, die bei der SBB arbeiten, ich bin bei der Bahn,
Ah, okay. Und wie, ist, wie läuft da die Zusammenarbeit? Läuft sie gut? Ist egal. Ist egal, fahren alle vielleicht auf Schiene. Fahren alle in Zügen und alle auf Schienen. Okay, gut. Also ich habe jetzt noch zur Auswahl. Einmal eher eine geschichtliche, einmal eher über, wie gesagt, Literatur oder Musik. Die mal weg. Okay, die schon mal weg. Gut. Und eine, also da habe ich die geschichtliche und einmal über das Frauenwahlrecht. Und auch ein bisschen was, was Normales, Politisches. Such mal das Geschichtliche. Also die rein Geschichtliche. Nein. Okay, also welcher Schwur beeinflusste die Entstehung der Schweiz? Wie heißt der? Ui, das weiß ich nicht. Wirklich nicht? Nee. Das wäre der Rütli-Schwur gewesen. Ganz, ganz simpel. Auch für den Schweizer. Ich dachte, das ist so Allgemeinwissen. Rütli-Schwur, drei Kantone, egal. Okay, seit wann gibt es die Schweiz in der heutigen Staatsform? Doch keine Geschichte nehmen sollen, ne? Die Schweiz. Kaufen sollen vielleicht. Ja, ja. Ihr habt die freie Auswahl gehabt, also so ist ihn. Tja, die Schweiz in der heutigen. Ich, soll ich einen Tipp geben? Es ist nicht weit weg von. Von einem Ereignis, wo auch Deutschland sehr beeinflusst wurde. Es ist jetzt nicht das gleiche Jahr, wie das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, aber da ist auch eine Revolution in Deutschland. Ach. Hm. Ja. Ah, ja. Du sagst nichts mehr. Hä, wenn du ihm hilfst, kommst du vielleicht aus dem. Nee, warte, ihr habt meinen Gleichstand. Ja, nee, nee, immer noch nicht. Keine Ahnung, also Geschichte ist also eigentlich grauen für mich, aber Frauenwahlrecht wäre auch nichts für mich gewesen. Okay, gut, es wäre 12.09.1848 gewesen. 1848? Ja, genau. Und dann hatten wir, probieren wir es doch mit der letzten Frage. Welcher Kanton wurde erst 1979 gegründet? Genau, drei zur Auswahl. Mal drei zur Auswahl. Bern, Jura, Basel. Jura. Super, das wären 6 Punkte. Sehr schön. Okay, wir sind schon bei 12.42 Uhr. Bevor ich hier brutal überziehe, habe ich 2 Finalisten. Ihr zwei. Ach, super. Ja, ganz toll. Super. Dürfen wir gleich sitzen bleiben. Ja, dürft gleich sitzen bleiben. Ja. Und sehr gut. Ich dachte, so, nach so viel Wissen müsst ihr jetzt etwas ganz viel Simpleres machen. Und was gar nichts mit Wissen zu tun hat. Und zwar ist es eigentlich ein Kinderspiel, was ich noch schon aus, wo ich noch Kind war, quasi gespielt habe, immer auf meine Geburtstagpartys. Und zwar ist das Schlangen. Aber mit dem Schweizer Topf. Nee, so schlimm geht es bei uns nicht zu und her. Okay. Nein, das Spiel ist tatsächlich, ich habe 2 Schokoladentafeln eingepackt und ihr müsst sie mit Messer und Gabel aufschneiden. Ich hab's befürchtet. Oh Gott. Kindliche Traumata kommen jetzt wieder zu. Die auch, ja. Nein, das wäre wär zu einfach. Ja. Nee, und ihr dürft der quasi zuerst an die Originalverpackung der Schokolade rankommt, hat dann das Zertifikat, nicht die Schokolade, hat das Zertifikat des Ehrenauslandschweizer quasi gewonnen. Oh. Und ihr dürft auf jeden Fall die Schokoladentafel behalten. Oh. Das ist schön. Okay, dann ist es nicht schlimm, wenn man verliert. Stimmt. Wenn man die Schokolade kriegt. Und wenn es die Ehrenschweizer Staatsbürgerschaft teilen? Stimmt, aber wer kriegt dann welche Hälfte? Dann hat einer die Auslandsschweizer und der andere die Bürgerschaft. Na? Oder Ehrenbürgerschaft. Oder wir geben das von Monat zu Monat weiter. Das Wanderpokal. Ja. Hätte auch was, ja. Für jeden Monat wahrscheinlich wieder Fragen beantworten. Oh Gott, nein. Genau. Muss man eigentlich nachweisen, dass man sie immer noch verdient hat? Muss man das irgendwie so... Wahrscheinlich, nee, ne? Ja. Regelmäßig überprüft. Darf man damit auch in die Schweiz einreisen, wenn ich das vorweise? Falls ich mal wieder einen Gauder dabei habe. Dokument, ja. Nur falls ich mal wieder einen Gauder dabei habe, deswegen... Du kannst es gerne besuchen, aber ja. Also, ich würde mal sagen, nehmt beide das Besteck in die Hand. Okay.
sind die Handschuhe und der Schal und die Mütze. Ja, das müssen wir eigentlich auch noch dazu haben, stimmt. Also ihr wisst, habt dieses Spiel schon mal als Kind gespielt? Ich weiß es nicht. Genau. Wir mussten aber würfeln und dann noch Schal, Mütze, Handschuhe anziehen. Also Fäustlinge wohlgemerkt und dann mit dem Besteck und dann alles. Ja, das ist, kann sein, dass das die Variation ich irgendwann mal auch gespielt habe. Bevor der Nächste eine 6 gewürfelt hatte. Genau. Aber ich dachte, das reicht. Das ist mehrmals eingepackt und das wird sowieso hoffentlich nicht so schnell gehen. Sonst habe ich auch nicht mehr allzu viele. Sonst habe ich auch nicht mehr allzu viele Minuten. Deswegen, ich zähle auf 3 und dann, möge der Schnellere gewinnen. 1, 2, 3. Okay, ich muss doch mal richtig aufmachen. Das ist wirklich gut verpackt, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt, stimmt. Nicht so viel, weniger reden, mehr auspacken. Kathi wird nicht von der Schokolade abgehalten. Ja, wir haben eine Gewinnerin. Ich bin noch nicht mal durch die Verpackung durch. Die äußerste Schicht. Sorry, bei Schokolade kenne ich keine. Du hattest eine traurige Kindheit. Ich habe bei diesem Spiel immer verloren. Ich wollte einmal. Okay. Ja, schön. Ah, sehr schön. Damit haben wir eine Gewinnerin. Du bist ab sofort eine Ehrenauslandschweizerin. Oh, vielen Dank. Da muss ich aufstehen für kommen. Das wäre so eine Ehre. Genau, genau. Und du darfst in Gold deinen Namen da reinschreiben. Ich bin begeistert. Genau. Und damit, wie ich schon mal im Podcast erwähnt habe, stehst du dann höher als ein Kupi. In dem Falle höher als dein Freund, der ja auch ein Kupi ist, aber ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist offiziell Ehrenauslandschweizerin. Ja. Und ich habe Schokolade bekommen. Genau. Super, vielen Dank. Ach, wie schön. Ja. Cool, danke. Damit sind wir bei 47. Das ist ja eigentlich sehr gut, ne? Weil das ist ja 45 hätten wir aufhören sollen. Genau. Ein Traum. Sehr schön. Genau. Super. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und, ja, vielen Dank. Ich hoffe, man hört sich wieder. Man sieht sich wieder beim nächsten. Ja, bestimmt. Nächsten Botstock. Ja. Hast du kein Bier? Achso, jetzt kann ich es mal versuchen. Ich krieg's wahrscheinlich nicht mal mit. Soll ich dir helfen?